Zur Mama. Bei Elsbeth sind die Streicheleinheiten noch nicht vollständig verteilt. Lina Graf nimmt sich heute viel Zeit für den Schmuse-Halbaffen. Und jetzt noch die Füße. Da tut nichts. Ein ganz, ganz plüschiges Fell. Wie so ein Teddy. Sonst hat die da ihren ganz normalen Tag-Nacht-Rhythmus. So, okay. Ja, aber nicht im Gesicht. Du Feine. Du Feine. Jetzt natürlich noch ein bisschen herzhaft hier. So, wie wär's, wenn du mich mal nachputzen tust? Hm? Jetzt bin ich dran. Fein machst du das. Also jetzt wendet sie das an, was sie normalerweise bei ihrem Artgenossen machen würde, aber leider nie gemacht hat, sondern nur bei uns Menschen. Wir vermuten, dass die schon recht klein und jung vielleicht auf dem Asienmarkt oder irgendwo beschlagnahmt worden ist und dann nur mit Menschen zusammen war. Und dafür kann sie ja nichts. Gell? Oh, pass auf, du fliegst ja gleich runter von meiner Hand. Jetzt übertreibst du aber. Oh. Hm? Angekommen. Jetzt habe ich noch was für dich. Eine kleine Überraschung, Elsbeth. Ab und zu mal. Und heute im Besonderen. Schließlich hat Elsbeth jetzt gerade ihre Zahnoperation hinter sich gebracht. Und da sind Streicheleinheiten und Leckerbrei nun wirklich gut platziert. Genau. Yes. Absolute Lieblingsspeise. Fertig bist, gibst du mir den Deckel wieder. Fein, danke schön. So. Bin ich zufrieden, ha? Jetzt gehe ich wieder in dein Bett.